Toll. Das ist toll. König Artus gab's wirklich. Und die Ritter der Tafelrunde auch. Und jetzt liegt Excalibur direkt vor uns. Mhm. Diese trägen Bastarde in Oxford drehen durch, wenn sie das hören. Es kommt noch besser, Alistair. Was Artus Excalibur nannte, ist ein mächtiges Artefakt, Jahrtausende älter als er selbst. Aber es ist noch immer kaputt. Wer hat Sekundenkleber? Als ich in Ghana war, bat ich euch, den Galali-Schlüssel zu suchen. Ihr hattet wohl kein Glück? Er war nicht in der Sammlung ihres Vaters. In seinen Aufzeichnungen auch nicht. In Ghana war er auch nicht. Oder hat Rutland... Hallo? Was ist das? Das habe ich doch schon mal gesehen. Moment. Eine unglaubliche Ähnlichkeit, findet ihr nicht? Der Anhänger war ein Geschenk ihres Vaters. Ich wusste nicht, woher er ihn hatte. Bis heute. Wo ist er jetzt? Im Himalaya. Meine Mutter hatte ihn als... Sip, Alistair, ich muss nach Nepal. Bitte trefft alle Vorbereitungen. Machen wir. Komm schon. Lady Croft, ich hatte gehofft, Sie würden das Schwert nach allem, was Ihrer Mutter zugestoßen ist, nicht benutzen. Sie hat das Schwert entfernt. Das hat sie getötet. Ich habe etwas anderes vor. Hätte mein Vater all das gewusst. Er hat sich so bemüht. Und sie haben ihn dafür gehasst. Niemand hat ihn gehasst, Lara. Es war aber auch keine Liebe, nicht wahr? Sein Ruf war ruiniert. Jetzt gilt es mehr als nur eine Sache von der Bergspitze zu retten. Mehr als nur eine Sache von der Bergspitze zu retten. Okay. Das Wrack müsste gleich auf der anderen Seite sein. Ich sehe gar nichts. Seht ihr wirklich richtig? Ich vergesse nie ein Gesicht. So, genau, wir sind angekommen. Wir wurden abgesetzt. Im Heli, soweit ich weiß. Und gehen wir los. Und schon stolpern wir wieder ohne Kletterausrüstung durchs Gebirge. Klar. Der Schnee und das Eis sehen ziemlich brüchig aus. Geh lieber weiter, bevor du noch einbrichst. Ich habe das schon mal gemacht, weißt du? Oh ja, das hat sie. Das hat sie wirklich. Ah, je nachdem, wie lange das schwimmen geht. Ich glaube, die Steine fallen gleich runter. Sieht so aus, ne? Oder auch nicht. Ich dachte, da fällt was runter. So früh gefreut. Ich kletter ja auch immer. Die hat gar nicht so richtige Handschuhe an. Also ihre Finger sind ja frei. Ah. Wollte ich nicht. Mach mal immer diesen Bogengang. Ich verstehe nicht, warum. Ist da runter? Ah, sie hat was an. Ist ja schon mehr als sonst. Sagen wir es so. Hier ist ein... Da oben. Da müssen wir da lang? Ach ja, an die Eiszapfen müssen wir, glaube ich, ran. Gott. Achso, ich habe meinen Daumen zur Hälfte gebrochen. Ja, wundert mich nicht, wenn ich hier was ganz Komisches mache oder warum ich ein bisschen länger brauche. In dem Fall ist jetzt Controller ein bisschen nachteilig, wenn man seinen Daumen ein bisschen angeknackst hat. Falls euch wundert, was ich mache, ne? Also noch mehr, noch schlimmere Sachen mache als sonst. Ja, bin... ein bisschen tollpatschig gewesen, wie sonst auch. Ich habe da immer sehr viel Talent für, mir irgendwie weh zu tun. Weil heute habe ich Glück, Max, und du überredest mich nicht, noch ein Kapitel zu spielen. Ich habe auch nur ein Game. Ich hätte nur ein Game runtergeladen, wenn wir zum Horror wechseln, wie gesagt. Also das, es wird ja auch sonst sehr, sehr viel. Ab Freitag geht es wieder richtig los, da würde ich doch. Ich habe auch spontan, ich wusste, habe mir ja ein paar Horror-Games rausgesucht, aber ich will nicht alle spielen, die spielen, die alle spielen. Ist halt ein bisschen schwierig wegen den guten, ne? Deshalb, wir müssen mal schauen. Wie ich meinen Daumen zur Hälfte gebrochen habe,
bin hingefallen. Nennen wir es so. Ich bin hingefallen. Ich glaube, der ist halt angestaucht, ne? Ich gehe für sowas nicht zum Arzt. Nur weil der Daumen gebrochen ist oder halb angestaucht. Ich habe schon schlimmere Sachen überlebt. Was jetzt? Kehrst du um und suchst einen anderen Weg? Nö. Hm. So schnell gebe ich nicht auf. Dann muss ich mir eben einen Weg machen. Ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, sie hat ja hier gar keinen Eispickel. Nee, nur weil ich meinen Daumen so ein bisschen verletzt habe, gehe ich jetzt nicht so unbedingt zum Arzt. Hat schon schlimmer Sachen. Bänder überdehnt und solche Sachen. Nur als ich Bänderriss hatte, da war ich dann schon. Da ist es. Mann, ein Wrack. Wie alt warst du damals? 8, 9? So ungefähr. Okay, wir sind dort, was man ganz, ganz, ganz am Anfang gesehen hatte, wo sie abgestürzt war mit ihrer Mutter, glaube ich. Das ist jetzt dieses Wrack, ne? Das war knapp. Ist ja wirklich so ein... Ich habe doch so viel Talent für sowas. Bisher geht's eigentlich. Hey, mit so einem Ding kommt man bequem auf einen Berg. Rutland. Ich habe ihm gesagt, er soll sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Aber nein, er folgt mir ans Ende der Welt. Vielleicht hast du mich falsch verstanden. Meinst du, er sitzt da drin? Wohl kaum. Nicht, wenn er zu Hause die Füße hochlegen kann. Der will ein Date. Der ist hartnäckig. Ich glaube, da müssen wir runter. Oder auch. Warte mal. Und da kamen wir. Und hier, ich war kurz verwirrt wegen der Zwischensequenz. Hier kann man, glaube ich, runterdingsen, oder? Hä? Ach, hier runter. Ich kann doch jetzt, glaube ich, hier ranspringen. Ja. Aber. Das ist alles so absurd. Hattest du was anderes erwartet? Nicht wo lang, ne? Also irgendwie habe ich mich jetzt fallen lassen. Ach, hier. Können wir uns ranziehen. Aber die sind hier überall. Diese kaputten Triebwerke. Ich höre irgendwas, ne? Da. Da ist auch was. Schön. Säbelzahntiger. Finde ich toll. Also weiß ich jetzt nicht. Sieht so aus. Sichere Entfernung. Ich geh doch nicht darunter. Nicht mit meinem kaputten Daumen. Ein Fall. Okay, sei vorsichtig. Du weißt, dass das Ding jeden Moment abstürzen kann. Das wusste ich damals und ich weiß es heute. Mach dir keine Sorgen um mich, Sip. Aber warum können wir hier die... Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, was wir mit den Triebwerken machen könnten. Kann man runter? Das ist so eine ganz andere Mucke, ey. Wow, warte! Wenn du da ohne Gegengewicht reingehst, fällst du über die Kante. Guter Tipp, Sip. Wenn ich dich nicht hätte. Dich und Winston. Ihr unterschreibt die Schecks. Reicht das als Gegengewicht? Oder bräuchte das andere auch noch? Talent wie immer. Da war ich doch nicht vorbereitet, ne? Hat sich gerade so hallig angehört, die Sequenz. Ist es das? Ja. Das ist es. Ich mach's nochmal.
Keine Angst, ich bin heute etwas. Es ist auch genau die Seite, wo der Daumen kaputt ist. Ist es das? Ja. Das ist es. Wir haben's. Lara, alles okay? Natürlich. Ich frage nur. Normalerweise greifst du in fremden Vergangenheiten. Da irrst du dich, Sip. Es ging immer nur um das hier. Jetzt muss ich nur noch einen Ort aufsuchen. Aber das dauert nicht lange. Okay. Wir haben das noch bekommen. Egal. Konzentration. Jetzt geht's da, glaube ich, runter. Da ich gerade eben schon geschaut gehabt. Die Frage ist, kommen wir da rüber? War aber lang gezogen, der Schrei. War aber lang gezogen. Mich ein... Ja, wenn sie da abspringen. Nee. Ja, okay. Vielleicht wäre es mit wegräumen, dann geht das auch besser. Aber ich dachte erst, da wäre der Weg, wo es weitergeht. Weil hier hat sie das jetzt kaputt gemacht. Hä? Ah doch, nee, hier geht's weiter. Okay. Okay, okay, okay. Boah, ich bin heute so dusselig, ne? Noch mehr als sonst. Es tut mir sehr leid. Es kommt. Es wird gleich besser, versprochen. Was ist denn? Was will denn diese Ecke von mir mit der unsichtbaren Wand? Achso, unsichtbare Wände. Da fühle ich mich immer in meinem Spielgeschehen so eingeschränkt. Das mag ich nicht, ne? Mann, Entwickler mich so einschränken. Ich hab Spring geklickt. Ich hab das schon gemacht. So ist nicht. Ich sehe schon heute. Passt. Das letzte Drittel schaffe ich nicht so schnell. Spring doch weiter. Ich weiß es nicht, ne? Nicht so, dass ich es nicht drücke. Ich mache das schon, ne? Ich fühle mich heute wieder gut verarscht vom Game. Finde ich immer auch gut sowas. Ach komm, ich habe das weiterge... Ja. Komm, schon Reaktionsding, dankeschön. Mehr als drücken kann ich nicht, den Controller-Knopf. Wattchen. Braucht mal wieder ein Spiel mit Tastatur. Vielleicht hätte ich das mit dem... Na okay, egal. Dort ist eine Stange... Mein Gott, Lara, das ist fantastisch. Sieh sie dir an. Das ist ja sensationell. Na. Bitte geht auch gleich einiges kaputt. Okay, ich glaube, hier bricht noch ein paar Sachen zusammen. Wir brechen ein paar Sachen zusammen. Ich meine, wenn wir in so einer Eislandschaft sind. Jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Vertrauen. Ich mag diesen Ort ganz und gar nicht. Dass sie davon keine Gehirnerschütterung bekommen hat, wundert mich.
Rutsch nicht aus. Alles klar. Ach, die brechen nicht ab. Okay. Oh doch. Yes. Jetzt. Uah! Oh Gott. Oh Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der böse Bruder vom Weihnachtsmann? John Healy. Hoch. Verdammt nochmal. Das ist viel zu riskant, Lara. Ich schaff das. Nein. Sehe ich nicht. Wenn wir ehrlich sind. Sehe ich jetzt nicht so. Ist hoch genug? Kinder. Großer Gott, ich kann gar nicht hinsehen. Auch nicht. Das sagst du immer und dann siehst du trotzdem hin. Rutlands Männer. Ich habe mich schon gefragt, wo die bleiben. Nicht mich auch. Wieso krieg ich... Ach, ich krieg ja gar keinen Schuss mehr für die Waffe. Das ist ja auch ein bisschen blöde, ne? Ja, sie können ja nicht hochwerfen. Ach, da ist noch einer. Jetzt endlich krieg ich hier... Da ist ein Seildings, da müssen wir dann gleich lang. Muss nichts machen, ne? Wie komme ich jetzt da hoch? Ach, ich sehe da oben lang, okay. Eine komische Einbuchtung. Okay, jetzt bin ich doch verwirrt. Gehe dann von dort darüber, aber wie komme ich dann dort hoch? Ich meine, das geht hier ja schlecht. Achso, naja. Ja, ja, von hier darüber springen. Ist ein Grafikbug? Ja. Ach, der sagt, kann man noch was kaputt machen oder ranziehen oder so. Hallo, danke. Oh, ich weiß nicht, heute, ich weiß es nicht, warum hier so Bullshit-Sachen passieren, ne? Da ist ein Pixel im Weg und schon können wir nicht weitermachen. Finde ich gut. Gehe ich jetzt auf Sicherheitsabstand. So. Ist hier noch was? Nö. Dann runter. Sie ist da durchgeflogen. In dem Fall geht das. Bricht wahrscheinlich gleich ein. Oder auch nicht, dass... Okay, es soll ein See sein. Licht, danke schön. Winken die ein? Da kommst du nicht rüber. Und okay. Oh, Lara, die muss doch saukalt sein. Ja. Ist alles okay mit dir? Nein. Meine Knochen sind schon taub. Verdammt, ist das kalt hier. Aber ich komme schon klar. Kein Problem. Hab's da jetzt was zum Hochspringen? Ah, okay, wir hätten die runterpacken können. Okay. Ich wollte gerade sagen. Ist natürlich der Seite geht's weiter.
Hier ist ein Fluss. Ich will dich ja nicht ärgern, aber ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Ist gut, Sip. Und jetzt halt die Klappe. Tut mir leid. Mein Game? Was ist jetzt los? Mein Game hat sich geschlossen. Ich lieb sowas, ne? Bei welchem Speicherpunkt sind wir jetzt? Okay, hier sind wir. Licht. Mal schieße ich das runter. Och Mann. Oh, Lara, die muss doch saukalt sein. Ist alles okay mit dir? Meine Knochen sind schon taub. Verdammt, ist das kalt hier. Aber ich komme schon klar. Kein Problem. Was soll ich dazu sagen? Ich will dich ja nicht ärgern, aber ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Ist gut, Sip. Und jetzt halt die Klappe. Tut mir leid. Da hinten gibt es, glaube ich, auch noch was. Also man kann, glaube ich, hier nach hinten springen. Je nachdem, wie schnell das natürlich jetzt ist. Vielleicht, da gibt es auch was zum Hingehen. Och, Lara, willst du mich verkackeiern bei der Minispalte jetzt, oder wie? Ach so, da kann man gar nicht. Manchmal, da will ich hin. Dann, jetzt geh da hoch. Dankeschön. Ich krieg dabei sowas ja immer... Ach nee. Hier geht's weiter? Ich dachte, hier wäre vielleicht ein Geheimnis. Also da hinten ist ein Geheimnis. Ich dachte, wir müssen den Fluss folgen, um weiterzukommen. Dann noch nicht. Okay. Nein, nach da. Okay, wir müssen rüberspringen. Oder wir schwimmen rüber, weil ich keinen Bock mehr habe. Manchmal konnte man das mit dem Magnethaken einsammeln und manchmal nicht. Jetzt sterben wir ja trotzdem, weil ich kein Medipack mehr habe. Ich glaube, heute ist kein guter Tomb Raider-Tag. Also mit 0,0. Ich glaube, das ist eher kontraproduktiv heute. Ich schau mal, wie es läuft, sonst würde ich es Game wechseln, weil sonst macht es keinen Spaß. Da kommst und so. Du nicht rüber. Und wenn du schwimmst, endest du als Eis am Stiel. Hm, jetzt müsste man übers Wasser laufen können. Aber wohin geht's dann da hin? Ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Ist gut, Sip. Und jetzt halt die Klappe. Tut mir leid. Ach, das zu Ende. Wahrscheinlich stirbt man, wenn man da hinten ist. Okay. Das heißt, es geht nur die Richtung. Knochen sind schon taub. Meine auch. Verdammt, ist das kalt hier. Och, aber ich komm schon klar. Denke ich auch, sie will. Kein Problem. Jetzt ist gemein, jetzt hing sie fest, ne? Warum? Was war das? Warum ist sie jetzt runtergeglitscht? Nee, ich glaube, heute ist kein guter Tomb Raider Tag. Einfach so 0,000. Sehe ja nichts. So, ändert die Kamera soll sich bitte nicht die mehr von alleine ändern. Glück nicht hier. So ändert die sich auch immer von alleine. Nee, ich glaube, ich bin heute auch sehr wehleidig. Ich merke das, ne? Vielleicht geht der Stream auch nur eine Stunde. Ich muss auch schauen. Ich glaube, sonst macht das halt auch kein Spaß. Mir nicht und euch nicht. Ich muss mal gucken. Ich wollte eigentlich spielen, weil der Tag so gut war auch. So zum Ablenken. Wisst ihr, so gute Laune. Aber wenn das Game keine gute Laune versprüht, dann könnte vielleicht sein, dass wir heute nicht so lang machen. So, wo muss ich lang?
Dinger kann man drehen, oder? Sonst komme ich da ja nicht hin. Ich glaube, die Dinger kann man drehen. Ich schaue erstmal, ob es hier noch was gibt zum Einsammeln. Da kann man irgendwas? Nee, da kann man nichts machen. In der Mitte gibt es auch eine Tür. Geh mal ganz kurz auf der anderen Seite runter. Schauen wir mal, ob wir... Ah, okay. Jetzt. Hier haben wir so einen Haken. Das hätte ich gar nicht vorhin wahrgenommen. Diese Glocken, da können wir uns hier lang schwingen. Da können wir ja nicht lang. Da auch nicht, aber von dort... Ich schau mal ganz kurz, ob da unten noch ein Geheimnis ist. Der Seite, wir können da relativ weit noch laufen. Diese Bronze-Dinger sind ja recht normal hingestellt, ne? Nimmt man die eigentlich recht easy. Okay. Frage ist, latschen wir jetzt da lang? Oder gehen wir es oben lang? Ich probiere es mal hier erstmal lang. Die werden abbrechen. Oder auch nicht. Ich dachte, das bricht vielleicht zusammen. Okay. Ja, oder bewegt sich halt. Schafft es darüber? Nee. Okay, wir gehen oben lang. Wir gehen oben lang. Ach, das Viech ist noch da, ne? Die waren beim letzten Mal zum Glück nicht hier. Mhm, zum Glück. So, dann, hier gab es ja nichts. Ja. Ah, ich dachte, es wäre eine Druckplatte. Ist keine Druckplatte. Oder da muss irgendwas... Oh, ich habe es nicht gesehen. Da ist ein Viech. Hätte ich das von oben vielleicht, gemacht gehabt. Immer sehe ich nichts. So. Hier noch eins. Ja, aber hier ist... Irgendwas bricht hier zusammen, ne? Ach, von oben. Deko. So. Die Türen... nicht auf. Die gehen dann von alleine auf. Wieso sind hier jetzt drei so eine Dinger? Drei verschiedene. Der verschiedene, wir haben zwei verschiedene Gewichte. Das Ding kann ich mir vorstellen, dass es nach oben gehört vielleicht. Gucken wir mal hier kurz, ob es irgendwelche Sachen gibt. Und bei dem anderen müssen wir mal schauen, aber ja, da gibt es ein bronzefarbenes etwas. Bei den anderen Beinen muss ich gleich mich umschauen, ob es irgendwie ein Bild von dieser Waage gibt. Damit ich weiß, wie hoch das sein soll. Das sind ja zwei verschiedene Gewichte. Habe ich gerade nicht wahrgenommen, wenn es auch vorher irgendwo war. Nicht drauf geachtet. So. So. Ich würde jetzt denken, dass das nach oben muss. Mit Hilfe von dieser Waage. Wir sind nicht schwer genug, kann das sein? Ja. Etwas zu viel. Ja.
Frage ist, wie viel wiegen die? Die anderen beiden werden auch nicht gleich wiegen. Ich glaube, das muss dann erstmal da hinten rauf. Bevor ich das ganz große darauf packe. Wie lange es jetzt runtergeht, natürlich, wenn Lara darauf geht. Hoffe doch. Ja. Dann ist jetzt zuerst. Deshalb, wenn man nicht direkt das auf einmal hochbringen kann, diesen Quader. Also wenn der überhaupt noch da oben muss, aber es sieht halt jetzt für mich so aus. Nein. Nein. Wo war der letzte Kontrollpunkt, wenn ich war? Okay, sie kommt raus. Mir ist schon klar, dass es diesen Bug gibt. Den benutzt man aber nur für Speedruns. Ich hab den, wollte den jetzt echt nicht auslösen, den Schwebedings. Den man so selten hinbekommt. Ich krieg's random. So macht man das in Wirklichkeit. Nein, der war das andere. Genau, dreht das raus. Ein Stück nach vorne. So. Kann ich es von der Seite mit dem Haken rausholen. Holen wir jetzt auf der Seite und dann sollten wir es nach oben bekommen. Oder auch nicht. Ich hoffe, das ist das. Ich gebe mir hier so viel Mühe. Das ist auch auf jeder Seite das gleiche Bild. Also wir müssen es, glaube ich, auch nicht nochmal drehen. Doch jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich krieg's ja nicht raufgeschoben. Merkt euch, das ist das nicht, oder? Ich krieg das auch nicht raufgeschoben. Jetzt doch. Das ist es. Jedes Objekt hier hat eine symbolische Funktion. Wenn die Welt da draußen doch auch so wäre. Okay. Hier geht's runter. Da drüben ist übrigens ja auch eine Tür. Also ich glaube, da müssen wir dann ganz am Ende lang. Und hier drunter ist auch eine Tür. Oh je meje. Also hier sind noch zwei. Mist. Naja, eins nach dem anderen. Ist ja optimistisch, dass sie hier noch rauskommt. Nicht einfach wieder anfassen. Woher wusstest du, dass es dort ist? Gib mir ein paar Sekunden, okay? Es ist zerbrochen. Aber vielleicht? Wenn nicht mehr passiert, war das alles nur Zeitverschwendung. Ich schätze, langsam sollte ich rausfinden, wie ich hier rauskomme. Könntest du Excalibur mal schwingen? Nur so zum Spaß? Das ist ein unbezahlbares Artefakt, kein Spielzeug. Doch. Ist ja gut. Okay. Wir haben jetzt kein Sturmgewehr mehr. Wir haben jetzt... Excalibur. Okay. Gut zu wissen. Das heißt, damit können wir hier vielleicht gleich raus. Aber wo geht's hier lang? Ah, hier geht's raus.
Okay. Ist ja schon kaputt, die Tür. Ja, verdammt! Tja, jetzt wissen wir, wie Arthus König wurde. Lauf, Lara! Was, wohin denn? Ich brauch Zeit. Tja, jetzt wissen wir, wie Arthus König wurde. Seite da. Okay. Lauf, Lara! Jetzt braucht man dieses Ding. Wir fliegen nach Bolivien zurück. Dann sehen wir weiter. Die Zwischensequenzen sind so leise. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich kann die dann immer erst, wenn ich es hochlade, also wenn ich dann dran denke, lauter machen. Ich weiß nicht, warum das so ist, weil wenn die im Game reden, reden sie ja laut genug. Nur in den Zwischensequenzen ist halt wie bei Actionfilmen. Das eine eskaliert und die Stimmen hört man nicht. Ui. So, wir haben... Das war's mit Nepal. Also ja klar, ich habe jetzt ganz viele Sachen nicht gefunden. Das war's? Ja, die anderen Level gingen viel länger, ne? Auch so, wo man lang musste, auch von den Rätseln. Es gab viel mehr Sachen. Bin auch irritiert. Ah, Amanda. Dafür brauche ich einen klaren Kopf, Leute. Also bitte lenkt mich nicht ab. Viel Glück. Jeder, der sich zwischen mich und den Stein stellt, stirbt. Halt! Ich will nicht, dass etwas Schlimmes passiert. Also komm lieber nicht näher. Töte sie! Ich sehe sie! Hab ich nicht! Ja. Es tut mir leid, Amanda. Wirklich. Was tust du? Geh sofort da weg! Deshalb bin ich hier. Das brauchst du nicht. Wir können es beide tun. Es funktioniert nur einmal und ich werde es tun. Nicht das Ding. Oh Gott, okay. Bin ich sicher? Geh's. Okay. Ah, jetzt krieg's. Okay. Ich muss nah ran. Ich
knapp. Aber müssen wir nicht. Ah! Was muss ich machen, wenn sie da ist? Das habe ich noch nicht. Irgendwas muss ich dann machen. Bin mir noch nicht sicher, was. Da rausholen? Nee, ich weiß es nicht. Anschießen? Ich probiere anzuschießen. Wenn ich es überlebe. Oder runterfalle, je nachdem. Kann nicht mehr schießen und ausweichen. Also nicht mehr, ich weiß nicht. Also es muss so nah ran, da macht er direkt diesen Angriff. Ich kann nicht direkt ausweichen, nachdem ich losgedingst habe. Das funktioniert nicht. Und das Anvisieren, wisst ihr, ist eh scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt ist er direkt instant weg. Mal der Raum. Weiß nicht. Irgendwie ist gerade komisch. Wir machen es nochmal. Okay, wir probieren es nochmal. Da hin. Fängt gut an. Okay. Einfach immer nur hinschleudern, hinschleudern. Weil ob das anvisiert ist, ist das jetzt gleich irgendwie Glückssache. Also. Ja, 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 nee. Ja, komm, 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 schnell. Ja. Okay. Einmal haben wir es schon. Und ich habe eigentlich schon keine Medipacks mehr, wenn es so weitergeht. Ah. Kamera, Kamera ist, nicht dabei. Nicht mit am Start. Ich
schon wieder nichts. Schade. Und der war, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Besonders. Er kann meine Angriffe unterbrechen, ich aber nicht. Ich kann ihre Angriffe unterbrechen, aber. Ich kann. Ha, ihr wisst schon. Sie kann meine unterbrechen, aber ich nicht ihre. Nochmal. Ah. Okay. Einfach immer rauf da. Einfach immer rauf da. Ja. Nee. Kamera. Perspektive. Das ist hier perspektivlos auf jeden Fall. Jetzt direkt, ja. So. Einmal haben wir schon. Müssen wir noch 100 Mal machen. Ja, nee, ja. Das weicht aber auch so krass aus, ne? Also der Trick ist eigentlich wirklich, das ist doch einfach nur raufschlagen. Zielen gibt's hier nicht. Und rauf. Wischen. Ihr wisst schon, das sieht ja immer aus wie so eine Wischbewegung. Komm. Ah, ich weiß ja auch nur noch ein Medipack. Hin. Und, okay. So, zweimal. Okay. Ja. Komm. Ja. Ah, schon blöd, wenn man im Blutscheinwerfer hängen bleibt. Da lag ich gerade wenigstens nicht auf dem Boden. Ja, komm. Haben wir es jetzt? Nee. Shit, ey. Das war gerade nur ein Millimeterchen, was da übrig war. So ein Stück nur. Jetzt ist es erst die Hälfte. Nee. Ich mag gar kein Medipack mehr. Los. Noch einmal. Aha. Sag mal, warum liegt die nicht down? Warum? Ah, jetzt dauert es länger, bis sie auf den Boden legt. Shit. Los. Hin. Ich habe kein Medipack mehr. Okay, haben wir's? Ja. Erledigt. War das jetzt gut? Ich glaube, das war nicht so gut. Ich würde die Zeichnung auch immer noch deuten können. Und so als Kind gemacht hat. What? Nee. Lieber, du weißt auch, geht doch mal alles kaputt, was hier anfasst. Okay. Du hast alles ruiniert!
ich mir die Schuld gegeben. Dabei warst du es. Du hast sie getötet. Getötet? Sie ist nicht tot. Sie ging dorthin, wohin ich gehen sollte, wo du sein könntest. Bring jetzt endlich Licht in die Sache oder ich töte dich hier auf der Stelle. Du sollst das Schwert rausziehen, hab ich gesagt. Wo ist meine Mutter? In Avalon. Es ist kein Mythos. Verstehst du das nicht? Du wirst es nie verstehen. Ich verschwende nur meine Zeit. Jede Sekunde, die du jetzt noch lebst, ist ein Geschenk von mir. Laura? All die Jahre dachte mein Vater, meine Mutter wäre am Leben. Ihn hat es angetrieben. Ich habe ihn deswegen bemitleidet. Alles da? Geh sofort ins British Museum. Ruf mich an, wenn du dort bist. Nimm dir was zum Umziehen mit. Du wirst länger bleiben. Okay, bin schon weg. Sip, ruf Professor Eddington im Cavendish-Labor an. Arrangier ein Treffen. Ist gut. Was soll ich ihm sagen? Sag ihm, mein Vater hatte mit allem recht. Und dass wir vielleicht immer noch etwas tun können. Okay, wir sind durch. Müssen wir also machen hier. Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wir sind halt schon durch. Ich dachte, da kommt noch irgendwas, weil ich glaube, wir waren erst bei 70%, aber dann lag es irgendwie daran, dass ich irgendwelche Artefakte natürlich nicht eingesammelt hatte. Dann ist ungefähr klar, worum es dann in Underworld geht. Nehme ich jetzt einfach mal an. So, und Amanda hatte doch gerade in der Zwischensequenz, ich wollte nicht reindrehen, besonders weil die auch schon wieder leiser war und ich die wahrscheinlich fürs Video wieder lauter mache. Sie hatte doch jetzt am Ende nicht mit Lara gesprochen, sondern ziehen sie das Schwert raus. Sie hat ja, also entweder ist es ein Übersetzungsfehler, aber dann haben die Synchronsprecher es auch falsch gesprochen. Das würde ich jetzt eher nicht so denken. Hat Amanda, als sie das gesagt hat, mit der Mutter gesprochen und es war quasi so wiederholt? Ich glaube schon, ne? Kam mir jetzt so vor, dass es sich irgendwie in der Geschichte her, also so ein Kreis quasi wieder schließt, wie das, was wir ganz am Anfang gesehen hatten. Naja, ich bin auf jeden Fall dann gespannt, wie es in Underworld weitergeht. Okay, ich weiß nicht, ob ich den Teil spielen werde oder wann ich den Teil spielen werde. Aber wir sind durch. An sich hat das jetzt auch besser geklappt als das andere Tomb Raider. Aber das Ende hin, ne? Also ich weiß nicht, der Endgegner da war so, ist so willkürlich gewesen. Also eigentlich mag per se keine Sachen, wo man ein paar Runden lang immer das Gleiche machen muss, sondern einfach rauf da. Wisst ihr, was ich meine? Außer da würde sich so nach der Hälfte der Zeit irgendwie was ändern. Das war, glaube ich, irgendwo anders, aber auch schon gewesen. Wir sind auf jeden Fall durch. Amanda lebt noch. Warum sie sie jetzt auch nicht töten wollte, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall durch und das haben wir geschafft. Vielleicht taucht sie nochmal auf oder nicht. Weil sie will ja auch nach Avalon. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, weil eigentlich hätte sie dort jetzt sein sollen, meinte sie ja zumindest. Naja. Mal gucken, wir sind auf jeden Fall durch. Lara ist wieder zu Hause. Und ich würde sagen, ja. Was? Vielleicht noch zu sagen. Ich glaube gar nicht so viel. Wir waren, glaube ich, jetzt relativ bald schnell durch. Und damit passt es auf jeden Fall. Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Wenn es weitergeht, wir müssen einfach mal schauen. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, wann ich schaffe, das andere zu spielen. Wir werden es sehen. Aber ja. Der Teil ist auf jeden Fall geschafft. Und dann, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es eher ein bisschen Frusttoleranz messen ist. Aber bis dann, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ciao.